Remfledebagen liegt bei Stelle Wittenwurt und ist neben Helschen, Heringsand, Unterschar die einzige Gemeinde in Deutschland mit einem Dreifachnamen. Aber nicht nur deshalb ist Remfledebagen ein Ort der Superlativ. Da war jemand. Moin. Hallo. Moin. Hallo. Das neue Gemeindehaus, eines der wenigen, das für einen Katastrophenfall gerüstet ist. Aber auch alles saniert. Ja, und hier ist nachher unser Gemeinderaum für alle Vereine und alle, die sich mal gerne treffen wollen, gesellig sein wollen. Die Herrschaften mögen es gemütlich. Kamin, genau. Wir sind hier autark und deswegen der Kamin und wir haben nachher ein Notstromaggregat. Also wir können hier ein paar Tage dann aushalten, falls mal was passiert. Das Haus ist zwar in Rehm, kommen dürfen aber alle Rehmfledenbagener. Denn obwohl aus drei Ortsteilen zusammengefügt, halten die Menschen hier zusammen, sagt die Bürgermeisterin. Treffen sich nebenan im Boßelverein Rehmfledebagen von 1902 mit der vierjährigen Tammy als einer der jüngsten Boßelspielerinnen in ganz Schleswig-Holstein. Oder sie betreuen gemeinsam eines der größten Naturschutzgebiete des Landes. Wir haben hier das Naturschutzgebiet Lundener Niederung mit etwas über 900 Hektar, damit eines der größten Schleswig-Holstein. Und ja, wir haben hier den Heimatverein Mötchenpolder, Remfledebagen und Umfeld e.V. Ich weiß nicht, wer sich den Namen damals ausgedacht hat, also ich weiß nicht. Immerhin 90 Mitglieder kümmern sich ehrenamtlich um das Gebiet, das ein Paradies für Pflanzen und Tiere ist. 66 Brutvogelarten sind hier nachgewiesen, dazu Kraniche und sogar ein Seeadlerpaar. So viel Reh hier, ne? Ja, genau. Wir haben ja auch zwei Rehbauern hier, beziehungsweise einen, der das hier direkt im Kerngebiet betreibt. Ja. Und da vorne in diesem Waldstück, das kann man jetzt ganz schlecht sehen, weil er auch ein bisschen grün, was an Bäumen davor ist, das ist der Adlerhorst. Das Reh wird im Januar geerntet. Vom Remfledebagener Ralf Kühl, einem der letzten Rehhändler, der noch mit der Hand erntet. Moin, Herr Kühl! Und wie muss man sich das dann vorstellen, wenn die Ernte durch ist, ist die Halle voll, oder? Nee, also es kommt jetzt ja immer alles aus dem Ausland. Also wir haben aus Kasachstan, China, Russland, eigentlich fast aus der ganzen Welt haben wir Reh. Und das kommt jetzt nach und nach, aber es wird jetzt weniger. Also deswegen ist die Halle jetzt relativ leer. Corona hat dem Einzelunternehmer ziemlich zugesetzt. Einen seiner beiden Lkw hat er gerade verkauft, um die bestellte Ware bezahlen zu können. Auch die Besitzerin eines der am besten bestückten Kostümverleihe nördlich von Hamburg hat Angst um ihr Unternehmen. Mehr als 3000 Teile warten hier auf Kundschaft. Ich habe da was gefunden. Steht mir das? Habt ihr die Kostüme aus dem Dornröschenschlaf geholt? Ja, wieso Dornröschenschlaf? Ja, Corona. Ja. Kein Bedarf zurzeit. Kein Karneval. Kein Oktoberfest. Kein Spaß an Klamauk und einmaligen Raritäten. Und die gibt es nicht nochmal, oder? Ich habe sie nicht gefunden. Also ich habe alles durchgegoogelt, aber... Verrückt. Und was wollen Sie? Wollen Sie die zur Verfügung stellen, oder? Ich weiß noch nicht. Ich würde sie vielleicht auch sogar verkaufen, aber muss ich nochmal in mich gehen. Rehm und Flede und Baden. Als Rehmfledebagen einfach ein Superlativ.